Für ein Video auf meinem zweiten Kanal, How Open Is This Gadget, habe ich von der RS-Gruppe das Material zum Bau zweier Solargeneratoren erhalten. Variante Nummer 1 war von RS vorgegeben und ist als Lernobjekt für Ausbildungswerkstätten konzipiert. Werft mal einen Blick auf das Video, um die Details zu erfahren. Einen Solargenerator wollte ich schon immer mal für meine Projekte haben und die entsprechenden Klumpen waren nun in meinem Keller. Wie Variante Nummer 2 aussehen wird, wurde voll und ganz mir überlassen und ich habe mich für eine praxistauglichere Unterbringung aller Komponenten entschieden. Anstelle des Aluminiumrahmens tritt daher ein wasserdichter Koffer aus Kunststoff. Das Innenleben dieses Behälters ist auf das für meine Zwecke Notwendigste reduziert. Die Kernkomponenten sind mit 20 Watt Solarpanelen, einer Blei-Gel-Batterie, einem Solar- und einem Netzladegerät sowie einem 1 kW Inverter identisch. Für meine Projekte unverzichtbar ist als extra ein Mikrocontroller. Ich habe mich für einen Arduino Giga entschieden, der per WLAN mit der Außenwelt verbunden werden kann. Meine Stückliste wird außerdem durch wasserdichte Steckkontakte, Stromsensoren und ein paar Kleinteile ergänzt. Befestigungsmaterial und Kabel waren noch ausreichend vom Bau des ersten Generators übrig geblieben. Für den rückenfreundlichen Transport des Solargenerators sorgt der Kunststoffkoffer mit Rollen und ausfahrbarem Griff. Mit satten 31 kg, die schwerste Komponente im Koffer, ist der Blei-Gel-Akku, der mit Alu-Systemprofilen an Ort und Stelle gehalten wird. Der Inverter befindet sich direkt daneben und ist über einen Trennschalter mit der Batterie verbunden, da 230 Volt nur selten für meine Projekte benötigt werden. Als Niedrigspannungsbastler sind daher noch für USB-Geräte 5 Volt über einen Step-Down-Konverter und Buchsen, die mit der 12 Volt Batterie verbunden sind, nach außen geführt. Letztere sind mit einer rücksetzbaren 8 Ampere Sicherung gegen Kurzschlüsse abgesichert. Über Schalter können die Verbraucher von der Batterie getrennt werden. Das externe Ladegerät, mit dem die Batterie notfalls mit Netzspannung nachgeladen werden kann, ist nicht fest mit der Batterie verkabelt, sondern kann bei Bedarf angeklemmt werden. Die Verkabelung ist ein Mix aus Lötstellen, gekrümmten und verschraubten Verbindungen. Auch die Solarpaneele finden in dem Koffer ihren Platz, ich verwende 6 Stück davon. Zum Betrieb werden die Paneele über Stücke von DIN-Hutschienen miteinander verschraubt. Und mit weiteren Stücken, die oben an den Rahmen geklemmt werden, stabilisiert. Die Parallelschaltung der Solarpaneele erfolgt über einen Verteiler aus Lüsterklemmen auf der Rückseite eines der Paneele. Vom Verteiler zum Laderegler geht's über 2 Kabel und eine Buchse auf der Rückseite des Koffers. Die nominelle Gesamtleistung der Solarpaneele beträgt 120 Watt, womit unter optimalen Bedingungen ohne Verluste 12 Stunden ins Land ziehen würden, um den 12 Volt 120 Amperestunden Akku vollständig zu laden. Wie viele Stunden unter realen Bedingungen vergehen, protokolliert der Arduino. Mithilfe dieses Mikrocontrollers können verschiedene Parameter des Solargenerators über WLAN abgefragt werden. Mit 100 mΩ Widerständen als Stromsensoren und der Überwachung der Spannungen an Batterie und Solarpanelen können der Ladevorgang und die entnommene elektrische Leistung überwacht werden. Mit dem Arduino Giga können natürlich weitere Spielereien implementiert und die Weboberfläche kann aufgehübscht werden,
Mal sehen, was mir da noch so alles einfällt, wenn der Generator in Betrieb gegangen ist. Als klassisches Balkonkraftwerk ist das System nicht verwendbar, da der Inverter keine Energie in ein Stromnetz einspeichern kann. Wie gesagt, die 230 Volt werden nur selten zum Einsatz kommen. Dank der Unterbringung von Batterie und Inverter in dem Rollkoffer kann damit aber immer mal ein schnelles Projekt abseits des Stromnetzes verwirklicht werden. Außerdem kann mein Outdoor-Roboter über den Generator geladen werden. Welche weiteren Projekte meine Variante eines Solargenerators mit Energie versorgen wird, gibt's auf meinen Seiten nachzulesen. Dort findet ihr auch eine ganz grobe Nachbauanleitung, denn auch für meine Variante gilt: Es handelt sich um ein Projekt für ambitionierte Bastler, nicht um einen Solargenerator, der mit kommerziellen Produkten konkurrieren könnte. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!